Viele von euch werden schon mal einen solchen Button gebaut haben. Er hat ein Label, ich kann ihn auswählen, er verändert die Farbe und das Ganze funktioniert mit JavaScript, CSS und HTML. Nichts wirklich Spannendes. In den nächsten Minuten zeige ich euch aber, wie ihr diesen Button verändern und richtig cool machen könnt. Und zwar wollen wir diesen Button erschaffen. Er besteht aus einem Icon und einem Label und wenn wir da draufklicken, kriegen wir eine richtig coole Microanimation unseres Icons. Das Ganze habe ich mit Hilfe von Lottifiles gebaut und wie es funktioniert, das zeige ich euch in den nächsten Minuten. Also auf geht's, viel Spaß! Als erstes starten wir mit der Erklärung meines Setups. Hier seht ihr Visual Studio Code in meiner Standardentwicklungsumgebung, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, dort erkläre ich alles, was ihr hier seht. Hier in der Seite sehen wir Chrome als Vorschau und Preview des aktuellen Setups und wenn ihr Fragen oder Probleme habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord, dort könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten oder einfach mal Hallo sagen. Aber jetzt legen wir los, auf geht's! So, wir legen als erstes los, indem wir einen Button erzeugen. Dieser Button hat eine Klasse Bookmark und eine ID Bookmark. Damit wir irgendwas sehen können, brauchen wir natürlich auch noch ein Label und damit haben wir schon alles, was wir brauchen für einen Button. In dem Moment seht ihr hier an der Seite auch schon unseren Button, der aktuell noch ohne Styling ziemlich hässlich ist. Um unseren Button jetzt etwas schöner zu machen, erstelle ich mir als erstes unsere Button-Klasse, verändere die Hintergrundfarbe, die Schriftfarbe und die Border und in dem Moment sieht unser Button schon etwas besser aus. Wir können das aber noch weiter verfeinern. Und zwar erstellen wir noch ein Padding, das sorgt dafür, dass wir ein bisschen Innenabstand bekommen, machen die Schriftgröße noch etwas breiter, erstellen uns runde Ecken, einfach weil ich es schön finde und sorgen dafür, dass unser Mauszeiger auch wirklich ein Pointer wird. Wenn ich jetzt mit der Maus hier rüber gehe, haben wir wirklich einen Cursor-Pointer erschaffen und einen fertigen Button. Damit der Button in der Realität auch wirklich funktioniert, erschaffen wir uns jetzt noch einen Effekt, nämlich bei Hover, Focus oder Focus Visible wollen wir eine Outline erzeugen. In dem Moment, wenn ich jetzt mit der Maus hier rüber gehe, mit Tab den Button auswähle oder den Button anklicke, bekommt er noch so eine Outline, damit wir wirklich erkennen, er ist fokussiert. Unser Problem ist aktuell aber noch, wenn ich hier drauf drücke, passiert nichts. Unser Button kriegt aktuell keine wirkliche Fokussierung, keinen State. Das müssen wir jetzt mit JavaScript erschaffen. Um einen State in JavaScript verwalten zu können, müssen wir gar nicht viel machen. Wir selektieren als erstes eine Variable, nämlich unseren Button, und weisen hier unseren HTML-Button über Query Selector auf unsere ID Bookmark zu. In dem Moment steckt hinter der Variable Button jetzt unser wirklicher HTML-Button, den ihr hier seht. Um jetzt ein Event benutzen zu können, müssen wir einfach nur eine Funktion benutzen, nämlich addEventListen auf unseren gerade erstellten Button. Das Event, was wir benutzen wollen, ist das Click-Event und was wir jetzt editieren wollen, ist eine CSS-Klasse, nämlich die Klasse Active. Diese wollen wir toggeln. Das bedeutet, wenn sie existiert, wird sie entfernt und wenn sie nicht existiert, wird sie hinzugefügt innerhalb unserer Class-List unseres Buttons. Wenn ich das hier jetzt speichere und ihr hier unten auf unser Button-Element in HTML achtet und ich hier drauf drücke, seht ihr, dass unsere Klasse Active hinzugefügt oder wieder entfernt wird. Je nachdem, wie ich klicke, wird also eine CSS-Klasse getoggelt. Das bedeutet, ich kann jetzt innerhalb unseres CSS auf die Klasse Active zugreifen. Also wenn unser Bookmark die Klasse Active besitzt, dann wollen wir etwas Zusätzliches vergeben. Und zwar wollen wir die Hintergrundfarbe wie auch die Schriftfarbe verändern. Wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier auswähle, wird unsere Hintergrundfarbe blau und die Schriftfarbe schwarz. In dem Moment können wir also wunderbar zwischen unseren beiden States wechseln, obwohl wir mit der Maus nicht mehr darauf sind. Natürlich funktioniert das in Frameworks noch deutlich einfacher, aber in JavaScript wird es nun mal so gemacht. Aber wie können wir jetzt aus so einem langweiligen Button diesen richtig coolen Button machen? Und dafür müssen wir uns erstmal Lottifiles ansehen. So, dann bauen wir mal unsere kleine Microanimation mit Hilfe von Lottifiles. Hier ist die Seite, die ist unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt und das erste, was ihr hier machen müsst, wenn ihr das noch nicht nutzt, hier oben auf Sign Up klicken. Da könnt ihr mit verschiedenen Diensten oder einfach einer E-Mail-Adresse euren Account anlegen, das habe ich natürlich schon getan. Sobald ihr euch nämlich eingeloggt habt, findet ihr euch auf dieser Seite wieder. Grundsätzlich wollen wir hier aber gar nichts machen, sondern wir gehen direkt hier oben mal zu unserem Dashboard. Auf unserem Dashboard angekommen, erstelle ich mir jetzt ein neues Projekt. Das nenne ich Tutorial und drücke hier einfach auf Create und in dem Moment kann ich hier jetzt Animationen erstellen, speichern und verwalten. Aber was bedeutet das? Ich kann mit Hilfe von verschiedenen Tools wie Figma, Adobe After Effects oder sowas eigene Animationen erstellen, aber viele von euch sind Entwickler und wir sind generell eher faul und wollen fertige Sachen benutzen, damit wir schnell an unser Ziel kommen. Lottifiles bietet uns dafür die Möglichkeit, direkt nach fertigen Animationen der Community zu suchen. Hier kann ich zum Beispiel einfach eingeben Bookmark und in dem Moment sehe ich hier verschiedene Bookmarks. Ich möchte jetzt diese Animation benutzen und in dem Moment kann ich mir die hier angucken, kann sehen, welche Farben verwendet werden, kann sie direkt runterladen oder mit Interactivity oder in verschiedenen Tools
einfach einbauen mit einem Klick. Wir wollen das Ganze aber verbessern und zwar drücken wir hier auf Edit Animation. In dem Moment öffnet sich der Lottie Editor und in dem Moment könnt ihr Geschwindigkeiten anpassen, Farben einstellen oder andere Settings treffen. In meinem Fall möchte ich jetzt als erstens das Icon mal pausieren bzw. die Animation und hier könnt ihr einfach mit der Maus durch die Animation durchscrubben und sehen, welche Einstellungen ihr vornehmen möchtet und welche Farben genutzt werden. Die seht ihr nämlich hier oben und in meinem Fall weiß ich ja, dass diese Outline in standardmäßig unseres Buttons einfach diese blaue Farbe bekommen sollte. Das fertige Icon, also wenn es komplett gefüllt ist, sollte allerdings unsere dunkle Farbe bekommen und wenn ich hier jetzt in der Mitte unserer Icon-Animation bin, sehen wir haben hier auch so kleine Flächen und auch die sollen unsere dunkle Farbe bekommen, damit jetzt unsere Animation perfekt auf unseren Button passt, auf das Farbschema unseres Buttons. Das Schöne ist, wir können das Ganze jetzt speichern. In dem Moment seht ihr das Fenster und ich kann das jetzt hier unter meiner erstellten Tutorial Collection speichern. Ich sage jetzt hier, das ganze Icon heißt Bookmark und drücke hier unten auf Speichern. In dem Moment sehe ich das fertige Icon und kann zum Beispiel mit meinem Team darüber reden, kann es mir in Mobile angucken oder kann es jetzt wie hier einfach runterladen. In meinem Fall empfehle ich LottieFile.json, also das optimierte, und das ist 13,5 KB groß, also wirklich zu vernachlässigen. Das Schöne ist vor allem dadurch, dass es jetzt in eurem Account, in eurer Collection gespeichert ist, könnt ihr mit eurem Team, mit anderen Projekten damit arbeiten und verliert nicht den Überblick und könnt jederzeit auch Farben oder sowas einfach anpassen, ohne irgendwelche externen Programme zu öffnen. So, dann schauen wir uns doch mal an, wie wir in unserem Button unser Icon einbauen können. Hierfür zeige ich mir jetzt eine neue Divbox innerhalb unseres Buttons und diese Divbox bekommt von uns eine ID. Wozu brauche ich diese ID? Wir müssen nämlich jetzt in JavaScript unser Lottie Package verfügbar machen über Sternchen as Lottie from Lottie Web und können jetzt unsere Animation zuweisen. Unsere Animation besteht dabei aus der Variablen constAnimation und Lottie.loadAnimation. Hier brauchen wir jetzt einen Container, der in unserem Fall direkt auf Bookmark-Icon verlinkt. Wie ihr seht, hier die ID ist übereinstimmend mit unserer ID, die wir hier aufrufen. Wir sehen aber, in unserem Button ist bisher noch nichts passiert. Das hat den Grund, dass ich aktuell noch keinen Pfad definiert habe. Wenn wir das getan haben und ich in meinem Fall zum Beispiel direkt auf assets.codepen auf die von LottieFiles generierte JSON-Datei verweise, sehen wir plötzlich, dass unser Icon angezeigt wird, allerdings sieht es noch nicht so aus, wie wir das haben wollen. Als erstes möchte ich mit loopfalse verhindern, dass unser Icon mehrfach dargestellt bzw. animiert wird. Außerdem soll es kein Autoplay geben, so ist unser Icon standardmäßig wie ein normales Icon zu sehen und wir sehen, es ist wunderbar angezeigt. Außerdem ist es etwas schnell, deswegen reduziere ich mit Speed 0.8 die Geschwindigkeit. Allerdings sieht unser Icon jetzt ja noch nicht so aus, wie es in unserem Beispiel ausgesehen hat. Hierfür müssen wir noch ein bisschen was verändern. Als erstes kriegt unser Bookmark-Icon jetzt noch eine Class Bookmark-Icon, mit dessen Hilfe ich jetzt unser Icon direkt in CSS ansprechen kann. Allerdings kann ich das schöner darstellen. Ich weiß ja, Bookmark heißt unsere Ursprungsklasse, wie man hier oben auch sieht. Deswegen kann ich in SCSS das Ganze mit und ersetzen. Das funktioniert natürlich nur in SCSS, nicht in reinem CSS. Unser Icon scheint mir ein bisschen groß zu sein, deswegen mache ich als erstes unser Icon einfach über Width und Height ein bisschen kleiner. In dem Moment wird das Ganze schon optisch deutlich angenehmer dargestellt. Damit das Ganze nebeneinander dargestellt wird, füge ich jetzt unserem Parent-Element Bookmark noch zwei weitere Attribute hinzu, nämlich einmal Display Flex und Flex Direction Row. Damit werden unsere beiden Elemente nebeneinander angezeigt. Damit jetzt die Ausrichtung noch funktioniert, fügen wir noch Align Item Center hinzu. Wie wir sehen, sind unsere Abstände hier und hier allerdings noch ein bisschen komisch. Das können wir ziemlich einfach anpassen, indem wir Padding überarbeiten und neue Abstände vergeben. Jetzt sieht unser Button so aus, wie er auch in unserer Demo aussah und ich kann ihn anklicken. Allerdings sehen wir, dass unser Icon sich in dem Moment noch nicht verändert. Wir müssen also in JavaScript noch ein bisschen nachhelfen. In JavaScript sehen wir, dass unsere Animation aktuell noch gar nicht verwendet wird. Hierfür brauchen wir als erstes eine Variable unseres States. In meinem Fall nenne ich diese isBookmarked. Die hat den Wert false und ist damit ausgeschaltet. Um unseren State jetzt zu verändern, füge ich bei einem addEventListener-Click jetzt unseren Wert neu hinzu. In dem Moment wird aus false true oder aus true false, wenn ich darauf klicke. Wenn unsere Variable isBookmarked jetzt true ist, dann soll in unserem Fall animation.play ausgeführt werden und wenn das Ganze nicht der Fall ist, also unsere Variable isBookmarked false ist, dann wollen wir unsere Animation stoppen. Das Ganze speichere ich jetzt ab, klicke einmal auf unseren Button und wir sehen, unsere Micro-Animation wurde hinzugefügt und wenn ich hier drauf drücke, haben wir wieder unseren ursprünglichen Zustand. Ich kann jetzt also ziemlich cool etwas bookmarken und das könnt ihr für jeden Button, für alle möglichen Use Cases anwenden. Hinterlasst doch mal einen Kommentar unter dem Video, ob euch das Video gefallen hat oder ob ihr andere Videos mit Lottie gern mal sehen würdet. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.